und am Wort ist John von den Freiheitlichen Hannes Amelsbauer. Freiheit und wer Bargeld abschafft, schafft die Freiheit ab. So einfach ist die Rechnung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das Volksbegehren und den Initiatoren und den Unterstützern kann man nur Dank aussprechen, dieses wichtige Thema hier wieder auf die parlamentarische Ebene gebracht zu haben. Weit mehr als über eine halbe Million Menschen, über 530.000 Personen haben dieses Volksbegehren unterzeichnet und sie erwarten sich zu Recht und verdienen sich auch, dass dieses Volksbegehren ordentlich hier abgehandelt wird, nämlich nicht nur mit Redebeiträgen, sondern auch mit konkreten Taten. Und die konkrete Tat kann ja nur endlich sein, wenn ja angeblich eh alle dafür sind, ja, wobei bei Grünen und SPÖ das ein bisschen gespalten zu sein scheint, diese Thematik, dass man endlich den freiheitlichen Anträgen, den Antrag, den der Kollege Wurm eingebracht hat, nämlich auch das, was das Volksbegehren fordert, die uneingeschränkte Barzahlung auch verfassungsrechtlich abzusichern und somit dem Zugriff auch der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Union, die ja Feinde des Bargeldzahlens sind, zu entziehen und das Bargeld zu schützen. Dann stimmen Sie zu, sonst sind Ihre Worte alle unglaubwürdig und nichts wert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber schauen wir uns die Entwicklung an, wie es dem Bargeld Stück für Stück an den Kragen geht in Österreich und auch in vielen anderen europäischen Ländern. Erinnern wir uns zurück an die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Da hat es keine große Aufregung gegeben, weil ja kalkuliert wurde auch damit, dass die Menschen ja den 500-Euro-Schein eh nicht inflationär verwenden. Also man hat ja kaum den 500-Euro-Schein benutzt, muss man ehrlicherweise sagen, außer vielleicht bei größeren Parkhäufen. Klassisches Beispiel, Gebrauchtwagenkauf. Aber es ist ja deswegen schon die Abschaffung des 500-Euro-Scheins sehr, sehr bedenklich gewesen, weil ja diese Bestrebungen nicht auf einmal gehen, weil es eben diese sprichwörtliche Salamitaktik ist, Stück für Stück. Zuerst der 500-Euro-Schein, dann haben wir Bargeldobergrenzen in vielen Ländern, die werden immer weiter nach unten gesenkt. In manchen europäischen Ländern sind es nur mehr 500 Euro, haben wir auch gehört. Wir haben Länder wie zum Beispiel Schweden. Ich war schon öfters in Schweden, war erst vor einer Woche oben mit der COSAC, mit der Konferenz der Europaausschüsse, da ist es faktisch nicht mehr möglich, bar zu zahlen. Es geht nicht mehr in Geschäften, selbst kleinste Beträge kann man nicht mehr bar zahlen, weil das nicht mehr angenommen wird. Aber es interessant, und die interessante Entwicklung jetzt in Schweden ist schon auch, dass seit dem vorigen Jahr, seit dem Krieg in der Ukraine und seit der Energiekrise das Bargeld auch in Schweden wieder zugenommen hat und sogar der schwedische Zivilschutzverband aufgerufen hat, die Bürger auch Bargeld zu Hause bereitzuhalten, weil das die einzige Möglichkeit ist, in Krisenfällen, zum Beispiel bei einem Blackout, wenn die Systeme, die digitalen, nicht mehr funktionieren, auch zahlen zu können. Das ist das eine. Das andere ist der Schutz vor der lückenlosen Überwachung, die mit der Bargeldabschaffung natürlich geplant ist. Und der nächste ist auch der Schutz der Möglichkeit, dass die Bankinstitute auch Negativzinsen für private Girokonten einführen können. Das könnten sie eh jederzeit, aber jetzt kann sich der Bürger, der Konsument wehren, indem er das Geld abhebt und physisch zu Hause deponiert. Wenn ich nur mehr, und digitaler Euro ist ja auch so ein Baustein in dieser Salami-Taktik, wenn ich aber nur mehr ausschließlich die Möglichkeit habe, ja, per Überweisungen und mit Karte zu zahlen, dann habe ich natürlich als Konsument nur mehr die Möglichkeit, mein Geld entweder am Girokonto zu lassen und dann die Strafzinsen zu zahlen oder es auszugeben, sprich in den Konsum zu stecken. Also was wir wollen ist ganz einfach und das ist auch das, was die Bürger wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie das Bargeld endlich in Ruhe und wir brauchen keine Obergrenze. Wir brauchen da überhaupt keine Reglementierung und genau jene der Europäischen Union, die das betreiben, die selbst den größten Korruptionsumfang wie die sozialistische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, wo Säcke voller Geld gefunden wurden, Schwarzgeld, Korruptionsgeld, über 1,5 Millionen Euro Bargeld. Sie wollen den Bürgern das Geld verbieten, das Bargeld, und stecken es sich selbst in die Taschen, diese Sozialisten und die Grünen, die dazwischen schreien, wenn man die Rede der Kollegin Tomaselli gehört hat, ihr seid die Feinde des Bargelds, das zeigt eure totalitäre Gesinnung, das zeigt euren Willen und euren Ansatz, die Menschen und die Bürger zu unterjochen. Das lassen wir als Freiheitliche Partei mit Sicherheit nicht zu. Wir wollen die Wahlfreiheit und wir wollen, dass das Recht auf uneingeschränkte Barzahlung
in der österreichischen Bundesverfassung verankert wird. Und wir werden weiterhin dafür kämpfen. Danke an die über 530.000 Menschen, die dieses Volksbegehren unterschrieben haben. Sagt Hannes Amesbauer von der FPÖ, es brauche keine Obergrenze bei der Bargeldzahlung.